Wie funktioniert das eigentlich? Ich meine, komme ich hier rein, mache das Licht an, gehe ich hier raus, mache es wieder aus. Ist ja schon praktisch, ne? Und erst bei einer Garage. Fährst zum Tor rein, machst das Licht an, hinten zur Tür gehst du wieder raus, machst das Licht aus. Oder im Treppenhaus kannst du unten anmachen und oben wieder ausmachen. Und wie praktisch ist das im Bett? Du brauchst gar nicht mehr aufzustehen, sondern kannst direkt aus dem Bett das Licht ausmachen. Aber schon komisch, ne? Woher weiß denn der eine Schalter, was der andere gerade macht? Zum Glück habe ich es natürlich schon lange herausgefunden. Wollt ihr es wissen? So, meine Lieben, wer hätte das gedacht? Ich habe da natürlich auch schon mal was vorbereitet. Die Schaltung, die wir gerade draußen gesehen haben, nennt der Fachmann eine Wechselschaltung. Und so eine Schaltung würde ich jetzt mal auf so einem kleinen Brett hier für euch aufbauen. Vorher aber noch eine kleine Warnung. Die 230 Volt aus eurer Steckdose oder von euren Lampenschaltungen von zu Hause sind lebensgefährlich. Außerdem könnt ihr euch damit die Bude abfackeln. Arbeiten an diesen Anlagen sind deshalb auch nur was für den Fachmann. Wenn es was zu tun gibt, ruft doch deshalb einfach euren Elektromeister an. Okay? Dann kann es ja losgehen. Erstmal ein paar Punkte markieren. Schrauben können auch schon rein. Leitung abmanteln und abisolieren. Ösen herstellen. Ja, da werden schon die ersten Adern verlegt. Die Lampenfassung eingelötet. Und hier kommt die Batterie dazu. Oben fehlen noch zwei Adern. Ja, genau. Und zum Schluss noch das Birnchen. So, da ist sie nochmal, unsere Wechselschaltung. Aber wie funktioniert sie jetzt? Ja, wenn der Strom im Kreis fließen will, um die Lampe zum Leuchten zu bringen, dann hat er hier oben zwei Möglichkeiten. Entweder über den schwarzen oder über den grauen Draht. Die Bedingung ist einfach nur, dass beide Schalter auf derselben Stellung stehen. Entweder beide auf grau oder beide auf schwarz. Deshalb kann ich dann auch mit beiden Schaltern ausschalten. Also entweder mit dem oder mit dem. Und genauso kann ich, falls ausgeschaltet ist, entscheiden, mit welchem Schalter ich einschalte. Also entweder mit diesem hier oder mit dem. Ja, so einfach funktioniert eure Wechselschaltung. Ja, und das war's für heute auch von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über eure Likes. Und schreibt mir mal unten in die Kommentare, worüber ich mein nächstes Video machen soll. Tschüss zusammen!